So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator und zu den Community Build PCs. Auch an der Stelle nochmal, natürlich sendet mir gerne weitere PCs hierzu ein. Egal ob in den Kommentaren oder auf Twitter oder auf meinem Discord-Server, könnt ihr mir natürlich immer gerne Vorschläge dalassen für weitere PCs, die ich hier nachbauen soll. Egal ob ihr einen PC bereits besitzt, ob ihr einen Vorschlag habt für etwas, was ihr euch selbst bauen wollt oder ob ihr irgendwo zum Beispiel bei jemand anderem auf YouTube einen krassen PC gesehen habt und ihr einfach mal meine Meinung dazu hören möchtet, sendet mir doch gerne einen PC ein. Heute haben wir mal wieder einen etwas anderen PC. Etwas, was wir in der Form auch nicht so oft haben. Und ich würde sagen, dazu kommen wir auch direkt mal. An der Stelle nochmal ganz wichtig, das sage ich in fast jedem Community-Build-Part, wir werden es nie schaffen, hundertprozentig den PC 1:1 hier drin nachzubauen, weil es gibt einfach nicht alles an Hardware hier in PC Building Simulator. So traurig das auch ist, so wahr ist es leider auch. Wir geben trotzdem natürlich unser Bestes und in dem Fall haben wir sogar relativ viele dieser Sachen hier im Spiel. Trotzdem ist das hier so ein bisschen etwas Spezielles, denn das ist tatsächlich ein Non-RGB Gaming PC, weil die Person einfach nicht so sehr RGB-Beleuchtung mag. Das kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, Spaß. Natürlich jedem das Seine. Manche Leute mögen es halt einfach nicht. Und an der Stelle beginnen wir dann auch direkt mal mit dem Case. Das ist in dem Fall ein Fractal Design. Nicht vertippen. Vector RS Dark TG. Ich weiß nicht, ob es das Glass Lid oder das normale halt einfach ist. Ich glaube, das wurde auch nicht dazu geschrieben. Deswegen nehmen wir einfach mal hier das normale. So, sehr, sehr schönes Case. Eine Menge Platz. Eben gerade auch für eine Person, die nicht so sehr auf Aesthetics alleine aus ist bei so einem PC, macht dieses Case sehr, sehr viel Sinn. Weiter machen wir auf jeden Fall mit einem Netzteil. In dem Fall hast du mir, glaube ich, sogar nur die Wattzahl angegeben. An der Stelle habe ich dann einfach ein relativ hochqualitatives Netzteil genommen und gesagt, ja, passt schon, wenn wir da ein 850 Watt Netzteil reintun von Corsair. Du hast zwar 800 Watt gesagt, aber 800 Watt gab es nur dieses eine hier von Silverstone und das habe ich nicht mehr wirklich irgendwo gefunden im Relive. Wird das anscheinend nicht mehr produziert oder verkauft und deswegen habe ich mich dann eben für ein 850 Watt Netzteil von Corsair entschieden. Passt auch preislich, ist nicht so super teuer. So, als Mainboard wolltest du ein Asus TUF Gaming W550 M Plus Wi-Fi. Das Problem dabei ist nur, leider gibt es keine Micro-ATX B550 Boards bisher. Deswegen habe ich mich da einfach mal für ein anderes Board entschieden, nämlich für das B550F Gaming Wi-Fi. Es ist relativ nah dran. Wir machen einfach die RGB-Beleuchtung aus und denken uns, es wäre alles so, wie es wie sein soll. Beim RAM hast du 16 GB mit 3200 MHz drin. In dem Fall sind das RAM-Riegel von Corsair, also 16 GB Vengeance LPX, vermute ich dann mal. Leider gibt es den hier nicht, deswegen nehmen wir den Patriot Viper Steel Series. 8 GB, 3200 MHz. Ist auch schön simpel gehalten, nicht zu auffällig. Kann man auf jeden Fall sehr gut machen. Und ja, gut, damit wären wir auch schon bei der CPU. Einem AMD Ryzen 7 5800X, der in der Form momentan nicht im Spiel existiert. Deswegen nehmen wir einen 3800 XT. Er ist nicht 1:1 das, was ein 5800X ist. Er ist ein bisschen schwächer, aber er kommt wenigstens so halbwegs dran an das, was er eben mit einem 5800X haben. Trotzdem, das müssen wir gleich bei den Benchmarks und so weiter natürlich bedenken. Er ist nicht ganz so schnell. An der Stelle kommen wir ja auch schon zu SSD. Eigentlich hast du hier vorgeschlagen eine Western Digital SN750, also eine WD Black. Leider existiert nichts von Western Digital hier in diesem Spiel.
deswegen musste ich mich für was anderes entscheiden. Und das ist tatsächlich so diese einzige Sache, wo ich tatsächlich jetzt eine RGB-Komponente drin habe. Aber wir werden sie verdecken, so als wäre sie im Grunde nicht da. Deswegen, es war leider nicht möglich, irgendwie eine andere SSD zu nehmen, außer dieser hier, die sowohl in einem ähnlichen Preissegment ist, als auch in einem ähnlichen Leistungssegment wie die von Western Digital. Deswegen die hier, aber die ist sowieso da drunter, dann sieht man sie ja nicht. Und ich hoffe, das ist dann nicht so schlimm. Was in diesem Case aber auf jeden Fall Sinn macht und wofür wir auch viel Platz haben, sind HDDs. Und du hast dann eine 4TB Seagate Iron Wolf Pro. Gibt es hier leider nicht. Es gibt nur Seagate Barracuda, aber trotzdem haben wir da auch eine 4TB Variante und die tun wir direkt mal hier rein. So. Immer noch sehr, sehr schick alles. Genauso wie auch deine Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Ich weiß nicht, ob du damit meintest, dass du die Founders Edition drin hast. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen und habe demnach einfach die Founders Edition hier verbaut. So, wir bauen sie trotzdem vertikal ein, weil es halt einfach geht. Und ich finde, das sieht auch in einem cleanen PC einfach nochmal cooler aus, als wenn man sie einfach nur so reintut. Finde ich. Jedem das seine, aber das hier ist schon cool. Das lege ich jetzt einfach mal so generell fest. Dann hast du eine angepasste Wasserkühlung. Kann ich mir gut vorstellen, wenn jemand so ein PC zum Beispiel nicht nur fürs Gaming, sondern auch tatsächlich arbeitstechnisch braucht, wenn der dann relativ leise ist und so weiter und so fort, dann ist das schon ganz praktisch. Insofern Custom Wasserkühlung. Und zwar haben wir hier erstmal als CPU-Block einen von diesen IK-Dingern hier. Ich habe mich da entschieden für den IK Supremacy Evo Full Nickel. Ich weiß nicht, ob das 1:1 das ist, was du in der Form hast, weil du hast ja einfach nur gemeint, alles mit angepasster Wasserkühlung. Keine Ahnung, was du damit meintest. Aber ich habe gedacht, das hier passt zu den Aesthetics der Grafikkarte sehr gut dazu. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden. Demnach dann auch noch eine D5-Pumpe von IK. Und zwar ist das... Ich muss mal kurz schauen. Ich glaube, das ist die hier. Oder? Nee, ist die hier. Müssen wir mal gucken, wo kann ich das verbauen? Oh, nur da. Das ist natürlich ungut. Da müssen wir die HDD ein bisschen weiter nach unten schaffen. Noch eins. Ernsthaft? Wie weit nach unten muss das bitte? Das wäre nicht gut, wenn die alle raus müssen. Müssen die ernsthaft alle raus dafür? Oh nein. Nur dann geht das. Okay. Aber können wir die dann überhaupt noch... Nein. Das ist komisch. Das hier hinten sind ja nur 2,5 Zoll Plätze, ne? Ja. Ach, wir können hier auf der Rückseite noch eine... Gott sei Dank, das wusste ich gar nicht. Glück gehabt. Aber ich habe mich gerade auch schon gefragt, wie die Person das dann selbst gemacht hat, wenn das dann hier anders nicht ging. Aber okay, so macht das natürlich dann schon ein bisschen Sinn. Damit werden wir auch schon beim Radiator. Da habe ich jetzt mir einfach gedacht, der macht ein 360er Radiator relativ viel Sinn. Den nehmen wir auch einfach mal hier vorne. Und zwar auch an der Stelle was ein bisschen schlichter ist, nämlich hier ein Corsair Hydro X Series XR5. Der ist nicht so verdammt dick und passt da gut hin. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche zusätzlichen Lüfter drin sind. Ich
gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mindestens ein weiterer Lüfter hier im Case verbaut ist. Deswegen bauen wir hier einfach mal einen. Wir könnten einen von denen einbauen. Wir könnten aber auch gucken, ob es diese Corsair-Lüfter. Genau, ML140. Bauen wir da hinten einfach mal einen ein. Das ist sehr gut. Dann müsste das Ganze natürlich noch verkabelt werden, beziehungsweise die Rohre müssen alle eingebaut werden. Dann nehmen wir einfach mal hier eins von denen. Und dann schauen wir mal. Ich würde das ganz gerne so machen. Und so. Das ist doch sehr nice. Und auch wenigstens halbwegs gerade. Na. Okay, nicht wirklich. Jetzt aber. Ah ja, das ist relativ simpel gehalten. Das gefällt mir eigentlich. Und ich wollte heute eigentlich in der Folge auch nochmal eine Kleinigkeit mit euch diskutieren, die ich mir schon länger mich gefragt habe, ob ihr darauf Lust hättet. Wir könnten nämlich zum Beispiel hingehen und können auch noch sagen, dass wir hier für PC Building Simulator die Möglichkeit euch geben, dass ihr zum Beispiel einfach mal tatsächlich, falls ihr einen PC vorschlagt, den ihr so besitzt, auch tatsächlich einfach ein Bild dazu einreichen könnt. Wir könnten dann zum Beispiel einen Special Hashtag auf Twitter oder sowas ausmachen, wo ihr dann darüber zum Beispiel ein Bild zu eurem PC einreichen könnt für ihr PC Building Simulator. Und wir könnten natürlich auch einen eigenen Kanal auf meinem Discord-Server dazu machen, wo ihr die dann einreichen könnt. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt das doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, dass das eine Bereicherung hierfür wäre. Muss natürlich da nicht jeder machen, aber jeder, der eben das machen möchte, kann es dann eben auch tun. Ne, ein Bild von seinem PC halt machen und ist dann mit dem PC eben an sich einreichen. So, müssen wir mal gucken. Ist das nicht gerade, ne? Nee. Jetzt ist es gerade. Das hier wird aber wahrscheinlich nicht. Ah, okay, das ist sogar noch halbwegs was geworden. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier den Loop befüllen. Dann ist das doch eigentlich ein sehr, sehr schöner, schlichter Bild geworden. Wir machen natürlich alles an RGB-Beleuchtung oder so, stellen wir, denke ich mal, auf weiß oder so einfach. Komplett aus, muss ja auch nicht sein. Aber ob weiß, dann sieht man wenigstens, dass da drin überhaupt ein PC ist. haben wir das schon dran? Ach so, haben wir schon. Okay. Gut, dann können wir ja eigentlich schon direkt den USB-Stick einstecken. Ja, siehst du? Da haben wir es schon. Im Grunde nur weiß am Leuchten. Installieren wir natürlich wie immer trotzdem alles und ja, da geht direkt alles komplett ab. RGB. Wir stellen es gleich aber nochmal um. So. Jetzt haben wir es wieder. Trotzdem wird natürlich hier übertaktet so ein bisschen. Wir wissen, das macht eigentlich nicht so super viel Sinn in den meisten Systemen auf dem Niveau, weil man sie sowieso nicht dauerhaft so betreiben sollte oder kann überhaupt. Aber wir machen es trotzdem einfach für die Zahlen, einfach nur um zu wissen, wie schlägt sich das Ganze so maximal und um ein bisschen Spaß zu haben. So, 92. Ah, war schon wieder ein bisschen viel. So, gehen wir hier noch ein paar Schrittchen zurück und hier noch ein paar Schrittchen zurück. Vielleicht reicht das hier ja schon. Obwohl,
So. Mal schauen. Oh ja, das ist im Grunde genau die Grenze. Machen wir es nochmal aus. Und gucken, dass wir nochmal bei der CPU ein bisschen was rausholen. Wie gesagt, wir haben hier leider nur den 3800 XT drin, nicht den 5800X. Der 5000er hätte halt nochmal ein bisschen mehr Power. Das können wir hier jetzt nicht bieten, aber wir sind schon relativ stark dabei mit der CPU, die hier drin ist. So, mal schauen, schaffen wir die Übertaktung, die ich gerade reingetan habe bei der CPU? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, als könnte es sein. Wir finden es gleich raus. Na? Okay, es ist die Grafikkarte gewesen. Das heißt, da müssen wir ein bisschen weniger übertakten. Das ist überhaupt kein Ding. So. Jetzt nochmal. Das hat mich jetzt auch nicht super gewundert, dass das die Grafikkarte war, die das Problem ist. Aber, wow, 80 Grad nur. Super solide. Da ist sogar noch ein bisschen was drin. So, noch zwei Schrittchen nach oben. Sollten durchaus passen, denke ich. Ich will es zumindest mal hoffen. Und wir könnten vielleicht nochmal hier so ein ganz klein wenig hier reduzieren. Dann hält das vielleicht auch die Grafikkarte aus. So, ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr schönes System. Wie gesagt, mit einer 2080 Ti hat man immer noch eine Menge Power, egal ob man jetzt Gaming betreibt oder irgendwas Produktives macht. Mit einem 5800X ist man gerade, was die Produktivität angeht, super gut schon angesiedelt. Ja, 16 GB RAM sind da vielleicht nicht mehr so super zeitgemäß. Da könnte es auch durchaus 32 sein, aber je nachdem, was man macht, braucht man vielleicht auch nicht so super viel RAM. Also kann man durchaus machen. Und wir gehen trotzdem noch einen kleinen Schritt nach oben mit der CPU. Ich versuch's einfach mal. 87 Grad ist jetzt noch nicht so super krass am Limit. Vielleicht schaffen wir's. Ein Optimist. Bitte. Enttäusch mich nicht. Ja, ja, bitte. Ah, 90. Nice. Okay, ich würde sagen, mehr Experimente müssen aber nicht sein. Lassen wir ihn so einfach mal durch den Test durchlaufen. Und da sollte er trotzdem eine Menge Punkte im Grafiktest und im CPU-Test rausholen. Auch wenn das natürlich nicht viel über zum Beispiel eine Gaming-Leistung sagt bei 3D Mark. Insgesamt aber auf jeden Fall ein sehr, sehr solides System. Ich weiß jetzt natürlich nicht, Angaben wie zum Beispiel einfach nur Netzteil 800 Watt ist jetzt nicht so super genau, aber ich gehe davon aus, dass wenn man ein System mit so teurer Hardware und sogar auch eine Custom-Wasserkühlung hat, dass man dann auch jetzt nicht den billigsten China-Böller da drin schlummern hat. Ich hoffe es mal nicht. Aber an sich ein sehr, sehr solides kleines Systemchen. Gefällt mir gut. Hat man auf jeden Fall auch eine Menge Platz in dem Case, um auch in Zukunft aufzurüsten. Das ist eigentlich ganz gut. Man hat keine Limits, was im Grunde die Länge der Grafikkarte angeht. Man kann der Theorie, wenn man es irgendwann braucht, sogar noch einen zweiten Radiator hier oben reintun. Ist alles im Grunde gegeben. Auch ein größeres Mainboard und so weiter ist überhaupt gar kein Problem in diesem Case. Also das kann man durchaus auch noch für einen zweiten oder sogar vielleicht einen dritten PC-Bild da drin dann irgendwann verwenden. Das ist überhaupt kein Ding. Und trotz allem sieht es sehr, sehr schlicht aus. Braucht aber eine Menge Platz. Das ist klar. So, mal schauen jetzt, wie wir hier abschneiden. 12.992 Punkte. Okay. Sehr schön. 13.517 davon im Grafiktest und 10.650 im CPU-Test.
Wie gesagt, das ist ja aber auch noch nicht so ganz repräsentativ, weil das ist ja nur ein 3800 XT, der übertaktet ist. In dem Fall sind wir dann ja nicht auf einem Niveau mit einem, ja, mit einem 5800X. Ich habe trotzdem mein Bestes gegeben. Ich hoffe, euch hat dieser Part hier mal wieder gefallen von PC Building Simulator Community Builds. Lasst mir, wie gesagt, gerne ja, ein paar weitere neue Vorschläge für PCs in den Kommentaren da. Aber natürlich auch gerne ein Abo, wenn ihr die nächsten Part hier nicht verpassen wollt. Ein Like, wenn euch dieser heutige gefallen hat. Und dann sehen wir uns. Bis dann und ciao.